Ein bisschen spiel ich noch. Hi, ich bin George Stobbart. Oh, mit dem kann ich reden. Was können Sie mir über die Bergbaugesellschaft erzählen? Der General hat eine ihrer Minen nach der Explosion geschlossen. Dabei haben eine Menge Leute das Leben verloren. Ich hatte Glück. Bei mir waren es nur die Beine. Ja, eh, braucht man sowieso nicht. Können Sie mir etwas über diesen Stein erzählen? Das ist Obsidian. Das ist ein Vulkangestein, das so schnell abgekühlt ist, dass... Ja, ist ja gut, aber ich interessiere mich nicht für Geologie. Nicht? Dann nehme ich an, dass Sie etwas über die Gravur darin wissen wollen. Das stimmt. In diesem Falle sollten Sie lieber mit dem Professor reden. Er steht da drüben und redet mit dem Kerl in dem Truck. Das habe ich ihn doch schon gefragt. Er wusste nichts darüber. Wissen Sie, wen diese Statue hier darstellen soll? Sollte ich wohl. Ich habe früher solche Dinger für die Touristen geschnitzt. Aber es hat den Leuten hier Angst gemacht. Darum habe ich es aufgegeben. Erkennen Sie das Firmenzeichen auf diesem Etikett? Aber sicher. Das ist die Condor Transglobal Schifffahrtslinie. Haben die ein Büro in Karamonte? Nein, aber sie laden und löschen hier Fracht. Das dachte ich mir. Na, immerhin. Haben Sie das Schiff mit der Condor-Flagge gesehen? Nein. Aber die Docks sind doch direkt auf der anderen Seite des Platzes. Könnten ebenso gut auf der anderen Seite des Mondes sein. Haben Sie von der Sonnenfinsternis gehört? Klar. Ich schmeiße sogar eine Party deswegen. Kommen Sie doch auch. Wirklich? Claro. Jede Menge Essen, jede Menge Wein und alle sind eingeladen. Außer dem General. Das kann ich durchaus verstehen. Den würde ich nämlich auch nicht freiwillig einladen wollen. Warum ist der General nicht eingeladen zu Ihrer Party? Weil er jedes Mal zu Party seine verdammten LPs aus den 70ern mitbringt. Ah, Let's Plays aus den 70ern finde ich auch echt schlimm. Nein. Wie denken Sie über dieses Höschen? Beeindruckend. Tragen Sie sowas? Nein, jemand hat sie meiner Freundin geschickt. Wie aufmerksam. Ich trage sowas auch gerne mal. Wir gehen jetzt mal ums Eck, bevor wir weiter in dieser peinlichen Situation verharren. So, wie viele Gespräche müssen wir wohl noch machen? Ich gucke erst mal. Oh nein. Nico. Ach so, das ist so ein Rundgang. Wir waren da oben aber noch gar nicht drin. Das ist also die Mine. Und da oben sind ein paar Leute, mit denen kann ich bestimmt auch mich unterhalten. Mal gucken, was die so hey, zu... Hey, Nico. Ja, genau, komm mit. Ich brauche deine seelische, moralische und vor allem weibliche Unterstützung. Ach, du ahnst es nicht. Wer ist er denn? Er, sie denn? Es denn? Wonder Woman. Hola, Senora. Hi, wir wollten eigentlich nur... Oh. Ich habe mit der Dame gesprochen, Chico. Oh, eine Feministin. Eieiei. Hi, ich heiße Nicole Collard. Oder Lesbe. Concha Garcia. Wie kann ich Ihnen helfen, Schwester? Die Firmengruppe, die ich vertrete, plant eine größere Investition in Karamonte. Ihr Rat als offensichtlich erfolgreiche Führungspersönlichkeit ist genau das, was ich hier suche. Mein Assistent Mr. Stobbart würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Okay, aber wäre es nicht schlau, wenn du die Fragen stellen würdest, Nico? Ich meine, die Frau mag mich nicht, weil ich ein Mann bin und gelbe Hemden trage und... Haben Sie mal von einem Kerl namens Karsak gehört? Nein. Wer soll das sein? Er ist der Grund, warum wir nach Karamonte gekommen sind. Wir vermuten, dass er einen Drogenring betreibt. Naja, ich hoffe, Sie finden ihn. Aber den Namen habe ich noch nie gehört. Die guckt so verschlagen, auch die weiß etwas. Können Sie mir etwas über das Grubenunglück in der Mine erzählen? Unglück? Das war Sabotage. Jemand wollte, dass ich meine Mine schließen muss. Für immer. Oho? Haben Sie irgendwelche Beweise, dass die Mine sabotiert worden ist? Noch nicht. Aber ich bringe da schon noch Licht ins Dunkel. Es gab seit Monaten immer wieder Ärger in der Mine. Die Belegschaft wurde von Tag zu Tag kleiner. Jemand hatte unter den Männern das Gerücht ausgestreut, die Mine sei verflucht. Jetzt ist die gesamte Arbeit zum Erliegen gekommen. Wo genau liegt die Mine? Mehrere Tage flussaufwärts in einer abgelegenen Gegend namens Teokulkan. Kennen Sie Professor Ubier? Ja, soweit ich weiß, will er sich gerade auf eine archäologische Expedition begeben. Er hat sich bei mir heute früh ein paar Ausrüstungsgegenstände gemietet. Ich habe gehört, wie er mit dem General geredet hat. Ich glaube, die beiden arbeiten zusammen. Was?
Hätte ich das gewusst, hätte er nicht mal eine löchrige Feldflasche von mir bekommen. Aber seit wann interessiert sich denn der General für Archäologie? Ja, weiß ich auch nicht. Seitdem... Würde Ihnen vielleicht ein Hundekuchen gefallen? Würde Ihnen vielleicht ein Kinnhaken gefallen, Chico? Ja, definitiv würde mir das gefallen. Sagt Ihnen dieser Stein irgendwas? Ich würde sagen, es ist ein Geisterstein. Gemeißelt von einem Maya-Priester, stimmt's? Ich weiß nur nicht, zu welchem ihrer vielen Götter er gehört. Können Sie mir irgendwas über diese Statue erzählen? Das ist Tezcatlipoca, der Gott des Todes und der Pestilenz. Diesen Talisman würden viele für ein böses Omen halten. Aber Sie nicht. Sie sind tough und mutig und aufgeklärt. Erkennen Sie das Symbol hier auf dem Etikett? Condor Transglobal. War das eine Firma hier aus Caramonte? Ja, sie hatten so ein altes Containerschiff, die Maya-Prinzessin. Das ist echt komisch, ne? Einige sagen so, einige sagen so. Es ist echt ein bisschen, Wissen Sie, wem Condor Transglobal gehört? Nicht die leiseste Ahnung. Sehen Sie das hier? Das ist mein Stück Glückskohle. Was ist denn so glücklich daran? Das weiß ich auch noch nicht. Ja, das ist Kohle von glücklichen Kühen, ja? Also, oh. Ach du. Netterpo. Nee? Warum? Hat der Probleme? Ist der geistig verwirrt? Haben Sie von der bevorstehenden Sonnenfinsternis gehört? Ich interessiere mich nicht sehr für diesen Kram. Vielleicht weiß einer der Jungs was darüber. Nee, ich will nicht mit dem Jungen reden, das... Hätten Sie vielleicht Interesse an diesem Höschen? Scheint etwa Ihre Größe zu sein. Ist das deine beste Anmache, Chico? Ich meine es ernst. Die habe ich zufällig gefunden. Steck es lieber weg, bevor du dich noch zu sehr aufregst. Oh, Baby. Dich kriege ich auch noch rum. Wie wär's mit dem flotten Dreier? Conchita! Ja, dann können wir natürlich noch mit dem Sekretär reden. Und mit dem Sekretär. Und dem Sekretär. Und natürlich auch mit dem Sekretär. Alle drei wurden sie geklont. Dann haben wir hier noch einen Schrank, den werden wir jetzt einfach mal aufmachen. Freut sie sicherlich. Bleiben Sie da weg! Ja, habe ich mir fast gedacht. Das mag sie nicht, die gute Dame. Da wird der Sprengstoff aufbewahrt. Ach so, ja. Dann lassen wir das Ding mal lieber zu. So, jetzt haben wir hier auch gar nicht mehr allzu viel. Wir können mit Nico reden und den Sekretären. Reden wir mal mit dem lustigen Kerl hier. Widerwillig, aber ich tu's. Hi. Einen schönen guten Tag und willkommen bei der Consolidated Mining Bergbaugesellschaft. Wenn Sie in Caramonte City bleiben, dann empfehle ich Ihnen unsere Consolidated Mining Erlebnistour. Eine interaktive Führung durch eine unserer tiefsten Minen mit Reiseführern in drei verschiedenen Sprachen. Eine Führung durch ein Bergwerk? Naja, wir sind eine Bergbaugesellschaft. Was haben Sie erwartet? Ja, genau das, aber nachdem der Unfall... Gut, das war ja auch Sabotage, aber ich möchte nicht ungern unter Stein begraben enden. Wissen Sie etwas über diese Sonnenfinsternis, die bald eintritt? Ich? Nein, Senor. Schade. Wissen Sie, wo ich Senor Karsak finden kann? Nein, Senor. Wieso haben Sie keine Hose an? Ich fühle mich wacher ohne Sie. Irgendwie frischer. Und das stört Ihre Chefin nicht? Sie hat es ja sogar vorgeschlagen. Ja, ob die wohl auch keine Hosen anhaben? Vielleicht sind Hosen in diesem Caramonte ja verpönt. Das kann ja sein. Wissen Sie von der Sonnenfinsternis? Ja, und ich freue mich schon darauf, Sie zu sehen. Soll ja ziemlich spektakulär werden, was man so hört. Die findet in ein paar Wochen statt, nicht wahr? In 9 Tagen. Danke. 9 Tage. Schon mal von einem Herrn mit Namen Karsak gehört? Nein. Ja, danke für die Info. Alle tippen sie eifrig. Schon mal von einem Kerl namens Karsak gehört? Nein, Senior. Wussten Sie... Ja, Joe hat es mir erzählt. Er schmeißt eine Party und wir sind alle eingeladen. Meine Jungs und ich verkleiden uns als böse Mönche. Wirklich? Cool. Cool. Ah, Party hard. Freuen Sie sich schon auf die Sonnenfinsternis? Nicht besonders. Und Sie? Ich weiß nicht. Hab noch nie eine gesehen. Alles, was ich weiß, ist, dass man sie sich nicht mit bloßem Auge ansehen soll. Bitte gehen Sie und lassen Sie mich meine Arbeit tun, ja? Mensch, der ist ja begeistert. Schon mal von einem Typen namens Karsak gehört? Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diesen Bericht nicht rechtzeitig fertig kriege, wird die Chefin zur rasenden Furie.
Ist ja in Ordnung, ich gehe ja schon. Nur wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Wie komme ich hier wieder raus? Was soll ich tun? Was soll ich machen? Da geht's raus. Sehr schön. Ja, Nico geht natürlich vor, Ladies first, ne? Auch ohne, dass ich sagen muss, weiß ich schon genau, wie die Rollenverteilung hier gelaufen ist. So, jetzt haben wir ja fast alles durch, gell? Zumindest hier. Jetzt weiß ich zwar nicht weiter, aber ich habe alles erstmal abgeklappert, was mir so spontan in den Sinn kam. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz zu Professor Dr. Frankenstein, auch Obier genannt, denn ich will mal kurz gucken, ob da eventuell sich was Neues ergibt. Oder ob der jetzt sogar weg ist, womöglicherweise, man weiß es nicht. Was ich aber jetzt eher nicht glaube. So, dann lasst mich doch mal gucken. Er ist tatsächlich weg. Verschwunden. Gone with the wind. Das ist natürlich scheiße, ne? Ich könnte mich irren, aber ich finde, Sie sind meiner Frage vorhin etwas ausgewichen, als ich gefragt habe, was Sie in dem Truck spazieren fahren. Natürlich bin ich ausgewichen. Ich konnte doch vor diesem Ausländer nicht offen reden. George, ich befinde mich auf einer absolut geheimen Mission für Uncle Sam. Ah. Dieser Truck ist eine rollende Bombe. 400 Pfund Nitratdünger mit einem Plastikzünder. Den Knall hören die bis nach China. Mann, darauf freue ich mich schon richtig. Ja, und wo willst... Hallo? Ist Miguel der Grund, warum Sie hier sind? Gut nachgedacht, George. Ich sollte mit ihm Kontakt aufnehmen. Aber als ich ihn endlich gefunden hatte, steckte er schon im Kittchen. Seitdem suche ich nach einem Weg, ihn da rauszuholen. Klingt gut. Auf mich können Sie dabei zählen. Guter Mann. Alles, was ich brauche, ist ein Sprengzünder. Ja klar, habe ich immer dabei. In der Hosentasche. Also ist Dwayne jetzt wirklich beim CIA oder bildet er sich wieder irgendwas ein? Das kann natürlich auch sein. Wieso haben Sie eine ganze Wagenladung Sprengstoff, aber keinen Zünder dabei? Nennen Sie mich ruhig altmodisch, aber ich finde, Koffer packen ist Frauensache. Ich habe es Pearl überlassen und jetzt kann ich nichts wiederfinden. Ich hoffe nur, sie hat an meine Zahnpolitur gedacht. Ich würde mich ja schämen, in die Staaten zurückzukommen mit Teer auf den Zähnen. Haben Sie wirklich noch nie von Condor gehört? Natürlich habe ich das, mein Sohn. Genauer gesagt waren es meine Untersuchungen, die Sie verscheucht haben. Ach ja. Haben Sie irgendwelche Beweise dafür gefunden, dass die Condor Drogen geschmuggelt hat? Drogen? Teufel, nein! Die Condor war eine Scheinfirma zum illegalen Export von Maya-Kunstwerken. Ah, das habe ich mir auch schon fast gedacht. Wer steckt also hinter der Condor Transglobal? Als Eigentümer war ein gewisser Senior Aidan registriert. Haben Sie den Typ ausfindig machen können? Ich glaube nicht, dass er jemals existiert hat. Aidan rückwärts gelesen heißt Nadi, das spanische Wort für niemand. Oh, clever. Da wäre ich nie drauf gekommen. Dwayne, du überrascht mich immer wieder. Ja, wir brauchen einen Sprengzünder, den wir jetzt natürlich nicht haben. Um den Miguel da rauszubekommen, der scheinbar doch kein einfacher Flötenspieler ist. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle werden wir in Caramonte erstmal eine kleine Pause einlegen. Ich suche mir ein Hotel, werde eine Mütze Schlaf mir besorgen und dann werde ich am nächsten Tag weiter rätseln, denn ich werde die Aufnahme jetzt erstmal abbrechen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, alles Gute, euer Arkus. Auf Wiedersehen, tschüssikowski.